Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Fußball for Fans. Ja, die Relegationsspiele stehen vor der Tür. Am Freitag, den 24. Da steht das Spiel Jan Regensburg zu Hause gegen den SV Wien Wiesbaden auf dem Spiel. Das heißt, der Tabellen 16. aus der zweiten Bundesliga bei dem Dritten der dritte Liga. Ja, das war noch ein ziemlich spannender letzter Spieltag. Hansa Rostock hatte noch 1:0 geführt zu Hause gegen Paderborn, hat dann aber 2:1 verloren und da ist der SVW in Wiesbaden dann jetzt auf den 16. Tabellenplatz der zweiten Liga, was Relegation heißt. Ja, und Jan Regensburg, Dritter. Jan Regensburg war bis zum 31. Spieltag Tabellenführer der dritten Liga, hat dann aber die letzten 6 Spiele nicht mehr gewonnen und so ist man dann insgesamt auf den dritten Platz der dritten Liga, muss man sagen, abgerutscht. Sonst waren sie eigentlich ein heißer Kandidat, direkt in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Dann schauen wir uns mal die letzten 5 Heimspiele von Regensburg an. Da sieht man 5 Heimspiele, auch nur ein Sieg, eine Niederlage und 3-mal unentschieden. Daher gab es zum Schluss dann das böse Ende, dass man auf Platz 3 gelandet ist und jetzt in die Relegation muss. Vorher sah es wirklich danach aus, dass Jan Regensburg direkt entweder Erster oder Zweiter in die zweite Liga aufsteigt. Ja, und die Statistik von Wiesbaden, 5-mal auswärts, auch nur ein Sieg, 3-mal verloren und ein Unentschieden. Also es wird schon ein spannendes, aber ich denke mal auch schon knappes Spiel beider Teams am Freitag. Schauen wir uns jetzt mal die Top-Torschützen und Top-Vorlagengeber beider Teams an. Hier sehen wir von Jan Regensburg, ja, Domi Kota rechts außen mit 10 Toren, Fied auch 10 Tore, Ganus Stürmer auch 10 Tore. Also man sieht schon, Regensburg hat schon sehr viele Tore geschossen in der dritten Liga. Oder auch Vorlagengeber ebenfalls, Kota mit 11 Torlagen, Fied mit 6 Toren. Also Regensburg weiß schon, wie man offensiven Fußball spielt, aber auch die Tore erzielt. Ja, und bei Wien Wiesbaden sieht es ein bisschen anders aus. Klar, mit dem Mittelstürmer Prancic mit 13 Toren hat man noch einen sehr guten Stürmer in den Reihen. Dann kommt Lee mit 4 Toren und Kovacevic auch mit 4 Toren. Bester Vorlagengeber bei Wiesbaden ist Robin Heuser mit 8 Torvorlagen. Klar, Wiesbaden weiß auch, wie man Tore schießt, aber halt nicht so viele wie zum Beispiel Regensburg. Klar muss man sagen, Wiesbaden war ja auch dann schlechter in der zweiten Liga, wo es dann auch schwieriger ist, Tore zu erzielen. Ja, hier sehen wir gerade die Direktbilanz beider Vereine gegeneinander. Es gab insgesamt 25 Spiele, 7-mal konnte Wiesbaden gewinnen, es gab 5 Unentschieden und 13-mal konnte Jan Regensburg gewinnen. Ja, die letzten 3 Spiele schon ein bisschen her. Das sehen wir jetzt ja auch gerade. Regensburg nach Elfmeter. Regensburg 1:0 und einmal 5:0 auswärts gewonnen. Also schaut man sich das so ein bisschen näher an. Ja, sieht's auch schon wieder ganz gut aus für Jan Regensburg. Ja, dann schauen wir uns mal die möglichen Aufstellung beider Teams an. Ja, der Regensburger Trainer Joe Ennox kann so gesehen bis auf Sala, klar ist ein Stammspieler, Rechtsverteidiger, kann aber sein bestes Team jetzt in diesem wichtigen Relegationsspiel gegen Wiesbaden zu Hause aufstellen. Im Sturm Ganaus, Kota links, offensives Mittelfeld, Fied, Bauer rechts außen. Ich denke mal, defensives und zentrales Mittelfeldspieler werden Geipel und Bulic spielen. Ja, Linksverteidiger, denke ich mal, Schönfelder, Rechtsverteidiger, wie gesagt, der Salah fällt aus, dafür Faber in der Endverteidigung, Bräuning und Ziegele und im Tor Gebhardt. Ich denke mal, so wird Regensburg gegen Wiesbaden spielen. Schauen wir uns jetzt natürlich auch nochmal die Aufstellung von Wiesbaden an. Ja, der Trainer Nils Döring kann soweit auch sein bestes Team aufstellen, unter anderem fällt aus Bjarke Jakobsen. Sonst kann der Trainer Döring sein bestes Team in Regensburg aufstellen. Gerade im Sturm mit Agrofotis und Brandt, zwei wichtige Spieler jetzt auch für Wiesbaden, die natürlich versuchen müssen, jede Tormöglichkeit ins Tor umzuwandeln. Wird schwer, wird auch ein knappes Spiel. Ja, links außen denke ich mal Günther, rechts außen Goppel, Kovacevic, eigentlich ein Stürmer, aber so die letzten Spiele hat er dort gespielt. Dann im Mittelfeld auch Heuser, sehr guter Spieler, oder auch defensiv dann Fechner. Ich gehe davon aus, dass man wieder mit einer Dreier-Abwehrkette spielen wird, mit Matthijssen, Fukotic und Anger. Im Torwart, im Tor, Stretzel, einer der besten
Zweitligatorhüter der letzten Saison, muss man sagen. Daher bin ich gespannt, wie beide Teams in so einem wichtigen Spiel auftreten werden. Jetzt kann man nochmal schauen, in den letzten 15 Relegationsrunden gewann 11-mal der Verein aus der dritten Liga, 4-mal nur, muss man sagen, der Verein aus der zweiten Liga. Auch das ist eine Statistik. Ja, das würde halt jetzt im Moment für Jan Regensburg sprechen. So, liebe Fußballfreunde, jetzt kommt mein Tipp für Jan Regensburg in dem ersten Relegationsspiel gegen Wien Wiesbaden zu Hause. Ich tippe hier auf ein 2:1 Heimsieg für Jan Regensburg. Was tippt ihr? Schreibt eure Tipps und Prognose in die Kommentare. Und was glaubt ihr, welcher Verein kommt in 2 Spielen weiter? Wer spielt zweite Liga? Schreibt es in die Kommentare. Ich danke euch für euer Like und für euer Abo für Fußball for Fans. Verpasst auch hier meine anderen Fußballvideos nicht. Bis dann. Tschüss.